Die Bärenkralle. Da stehen viele der Jäger und reden. Los, du kannst es mir alles später erzählen. Seht, eine Bärenkralle. Ein Talisman von großer Kraft. Woher hast du die, kühner Rabe? Ich schlief die Nacht im Wald. Und ich träumte, dass mich ein großer wilder Bär angriff. Meine Pfeile konnten ihm nichts anhaben. Was? Als ich aufwachte, war mein Herz voller Angst. Meine Kraft und mein Mut hatten mich verlassen und ich wollte ins Dorf zurück. Doch da stürzte sich ein großer Bär auf mich. Es war genau wie in meinem Traum. Das heißt ja, dein Traum hat dich vor dem Bären gewarnt. Es war ein schrecklicher Kampf, aber ich traf ihn mit einem Pfeil. Ja. Und ich hatte den Bären besiegt. Dank dem Talisman werde ich nie wieder Angst verspüren und ich werde immer ins Ziel treffen. Kühner Rabe, ich brauche den Talisman. Bitte borg ihn mir aus. Das geht nicht. Ein Talisman ist etwas Heiliges. So etwas tut man nicht, stolze Wolke. Schon seit vielen Monden habe ich keine Beute mehr gemacht. Die Kralle wird mir Kraft und Mut geben. Ich muss sie haben. Nein, ich kann nicht. Ich kann dir den Talisman nicht geben. Warum denn nicht? Es ist gegen die Tradition. Aber ich brauche ihn. Gib ihn mir, wenn du mein Freund bist. Ich bin dein Freund. Aber du verlangst Unmögliches von mir. Besiege die Wut, stolze Wolke, und nimm die Hand des Freundes. Ich habe keine Freunde mehr. Ich habe keinen Stamm mehr. Stolze Wolke, wo willst du hin? Das hättest du sehen müssen. Er hat die Hand von Kühner Rabe ausgeschlagen und ist einfach weggeritten. Der alles weiß, du sprichst doch mit den Geistern. Kannst du seine Träume lenken, damit er auch einen Talisman findet? Leider ist mir das nicht möglich. Unsere Träume sind so unergründlich, sie lassen sich von mir nicht erzwingen. Zu dumm. Wie sollen wir stolze Wolke dann helfen? Es gibt nicht allein die Kräfte der Geister. Die Freundschaft ist eine Kraft. Und der Zusammenhalt der Jäger. Es war unbedacht von ihm, die Hand eines Freundes auszuschlagen. Großer Geist, bitte hilf mir. Ich brauche auch einen Bärentalisman. Führe mich zu so einem Ungeheuer. Warum antwortest du nicht, großer Geist? Ich kann dir sagen, warum. Du schon wieder? Der große Geist kann dir keinen Talisman schenken. Verschwinde hier. Er wird dich auch nicht zu ihm führen. So wirst du nicht finden, was du gern hättest. Was weiß denn ein Grünschnabel schon von solchen Dingen? Was? Der alles weiß, sagt das. Und die Hand eines Freundes sollte man auch nicht ausschlagen. Was ich will, ist diese Bärenkralle. Und wenn der große Geist mir nicht helfen will, dann räche ich mich an ihm. Ich werde den ersten Bären töten, der mir über den Weg läuft. Nein, dazu hast du kein Recht. Ein wahrer Jäger tötet nie aus Rache. Ach ja? Versuch doch, mich daran zu hindern, du Zwerg. Hey! Hey! Halt! Komm, kleiner Donner, wir dürfen nicht zulassen, dass er einen Bären tötet. Schneller, ja!
festhalten, Yakari! Er ist sehr mutig, aber die Schlucht wird ihn schon aufhalten. Pass auf, kleiner Donner! Bleib stehen! Oh. Hast du etwa kein Vertrauen? Oh. Oh. Unglaublich. Er ist tatsächlich gesprungen. Ich muss ihn überlisten. Aber nicht gerade clever. Ach ja? Hä? Bist du dir da sicher? Oh nein. Hm? Oh, verflixt. Mein Pony kann alles. Ja, dann kann es mir ja auch hinterherklettern. Warte! Komm zurück! Du darfst das nicht tun, stolze Wolke! Das schafft ihr nicht, was? Darauf zu klettern ist zu gefährlich. Lass uns einen anderen Weg suchen. Nein, das dauert viel zu lange. Es geht nicht anders. Ich muss ihm folgen. Pass auf, Yakari. Er hat ganz schön Vorsprung. Ohne dein Pony stehst du dumm da. Kuckuck, Yakari. Diese lustige Stimme kenne ich doch. Yakari ist da. Kannst du mit uns spielen? Honigmäulchen, Zuckerschnäuzchen, was macht ihr denn hier? Das ist doch die Bärenspitze hier. Genau. Und wir sind Bären! Unsere Mama sammelt Bären hier in der Nähe. Aber die Hälfte nascht sie immer gleich weg, weil sie so lecker sind. Bleibt hier, Freunde! Ihr seid in Gefahr und müsst euch verstecken. In der Gegend ist ein Bärenjäger unterwegs. Oh. Was? Ein Jäger? Oh. Mama, wir müssen sie warnen. Du musst uns helfen. Hm. Ah, endlich eine Spur. Ich will meinen Talisman. Jetzt hole ich mir diese Bärenkralle. Weg da. Da sind zwei Bären, junge stolze Wolke. Kein großer Jäger würde ihre Mutter erschießen. Hör auf dein Herz. Das ist deiner bestimmt nicht würdig.
So sei es. Pass auf! Nein! Alles in Ordnung? Danke, stolze Wolke. Nur ein wirklich großer Jäger kann so gut zielen. Du hast recht. Der große Geist hat mich endlich erhört. Diese Pumakrallen sind ein wundervoller Talisman. Du hast sehr mutig gehandelt. Wir haben alle großen Respekt. Wie schön, dass mein Freund wieder da ist. Du hast unseren Sohn gerettet. Wie können wir dir nur danken, stolze Wolke? Wir stehen tief in deiner Schuld. Das stimmt nicht. Yakari hat heute mehr für mich getan, als ich für ihn getan habe. Sein Mut und sein gutes Herz haben mich viel gelehrt. Der Sternensplitter. Doch nur. Oh. Das geht doch nicht. Ein Sternenstrahl. So was Schönes habe ich noch nie gesehen. Ein Stück von einem Stern. Und es geschieht nur ganz selten, dass so eine Sternschnuppe auf die Erde fällt. Der, der alles weiß, spricht wahr. Solch einen Sternensplitter sah ich schon einmal. Da war ich noch ein kleiner Junge. Eine Legende erzählt von einer Sternschnuppe. Die Tochter von Vichapi Uvangila, dem Polarstern, fiel einst als Sternensplitter auf die Erde zum Schutze aller Siux. Wie wohl so ein Stückchen von einem Stern aussieht? Ich würde gern mal eins von Namen sehen. Der Sternensplitter müsste hier herabgefallen sein. Such die nur. Ja. Das wäre für unseren Stamm eine sehr schöne Trophäe, nicht? Der Stamm kann sich auf uns verlassen, stiller Fels. Wir werden diese Trophäe finden, nicht wahr, kleiner Dachs? Na klar. Die Sache ist doch schon erledigt. Denn mit so einem guten Viertenleser wie mir finden wir dieses Sternding auf jeden Fall. Überlasst das mir, ihr Kinder. Hey. Das ist eine Aufgabe für einen erfahrenen Jäger wie mich. Ich werde dem Stamm dieses Stück von einem Stern bringen. Ich gebe euch mein Wort. Wie? Was denkt sich dieser Angeber eigentlich? Komm, Yakari, wir reiten los. Der kommt uns nicht zuvor. Das ist unser Stern. Aber jetzt können wir nicht aufbrechen. Lass uns schlafen gehen. Wir werden morgen all unsere Kräfte brauchen. Brauchen. Du vielleicht, Yakari, aber ich brauche keinen Schlaf. Aber wo steckt kleiner Dachs? Was? Was ist denn? Los, genug geschlafen. Hastiges Eichhörnchen ist schon weg. Was heißt hier genug geschlafen? Ich habe die ganze Nacht kein Auge zugekriegt, weil Fettauge von meinem Tipi geschnarcht hat und ich musste... Unter den Sternen schlafen? Der Sternensplitter. Du bist also wach. Dann können wir los. Hastiges Eichhörnchen hat einen mächtigen Vorsprung. Da reitet er. In der Richtung muss auch der Sternensplitter runtergefallen sein.
Na los, er darf nicht vor uns ankommen. Jihi! Juhu! Du bist der Schnellste, kleiner Donner. Los, schneller Blitz, komm schon. Hin. Er kann nicht weit sein. Wir hatten ihn doch schon fast eingeholt. Sch, leise. Da ist er. Wir müssen Zeit gewinnen. Jetzt mal ganz ruhig. Das ist kein Spielchen. Klar ist es das. Wir finden den Sternenklumpen vor ihm und dann haben wir auch schon gewonnen. Hinterlassen. Er muss ein großes Loch geschlagen haben. Hey! Ach, ihr zwei seid das. Hallo, Flughörnchen. Oh. Euch ist doch nichts passiert, hoffe ich. Hallo, Yakari! Habt ihr diesen leuchtenden Strahl am Himmel auch gesehen? Ja, natürlich, den haben wir doch alle gesehen. Und wisst ihr, wo er auf die Erde traf? Ja, natürlich, das war ganz genau davon. So ein Unsinn, ich habe es genau gesehen. Und ich erst. Ich bin ganz sicher, dass es dort war. Das stimmt nicht, aber du musst ja immer alles besser wissen als ich. Doch ich weiß ganz genau, dass es dort war. Und wenn ich das sage, dann ist es auch dort gewesen. Da kannst du reden, so viel du willst. Hallo, Yakari. Ach, hallo. Du machst aber ein Gesicht. Ach, es ist nichts. Hast du zufällig gesehen, wo die Sternschnuppe hingefallen ist? Nein. Allerdings habe ich auch keinen Schimmer, was eine Sternschnuppe ist. Aber ich weiß, wo der große Feuerball jetzt liegt. Was? Auf der Lichtung da vorn, bei der Tanne, meinst du das? Danke, Wapiti. Komm schnell, kleiner Dachs. Was ist? Hey! Wo warst du denn? Ich weiß, wo der Splitter von dem Stern ist. Warte doch! Wir haben es geschafft. Ja, wir haben es geschafft. Wir haben es geschafft. Ja, die Kinder, dann suchen sie tatsächlich auch nach dem Sternsplitter. Und sie glauben wirklich, sie hätten schon gewonnen? Gefunden, ja. Behalten ist etwas anderes. Ich kletter hoch. Der Bau ist wohl bewohnt, aber das klingt nicht gut. Wo will er denn hin? Der Gang wird einstürzen. Die Kojoten! Yakari! Ihr müsst hier raus, der Ball.
Frau stürzt ein! Das geht nicht! Der einzige Ausgang ist verschüttet! Wir sind hier unten gefangen! Das war der Sternensplitter! Folgt mir! Wir müssen uns beeilen! Vorsichtig, kleiner Donner! Vorsichtig! Hey! Auch das noch! Oh. Nein! Ja. Geh da nicht hin! Lass das hastige Eichhörnchen! Yakari ist da unten! Der Sternensplitter! Oh. Oh nein! Mein anderes Kind hängt fest! Da bist du ja! Du hast uns ganz schön Angst gemacht! Was soll denn das? Ich muss noch den anderen Kojoten raufholen. Ich komme mit. Hastiges Eichhörnchen wühlt da oben wie verrückt rum. Dadurch wird alles zusammenbrechen. Dahinter ist der kleine Kojote. Nimm dich in Acht vor dem Steinschlag. Los, schnell! Muss er sein. Ich glaube, wir haben den Sternsplitter gefunden, Yakari. Los, weg hier! Hey, wartet auf mich! Hastiges Eichhörnchen! Nimm meine Hand! Los! Ein Glück, das war knapp. Wundervoll. Das ist der Sternensplitter. Oh. Ja. Er gebührt euch. Ihr habt ihn gefunden. Aber nicht nur das. Ihr habt mich gerettet. Ich war mir der Gefahr überhaupt nicht bewusst. Schon gut, danke. Hastiges Eichhörnchen. Das Wichtigste ist, dass wir alle gesund sind. Dies ist wirklich und wahrhaftig ein Sternensplitter, ein Himmelsgesandter, den wir kleiner Dachs und Yakari zu verdanken haben. Warte, lauf nicht so schnell weg. Hier, noch ein Sternensplitter. Es ist lange her, dass ich ihn gefunden habe. Doch, er ist dein, nimm ihn nur. Das ist sehr großzügig von dir, stiller Fels. Ich werde ihn in Ehren halten. Die gestohlene Bisonhaut. Oh nein! Wer wagt es, so etwas zu tun? Warum? Das darf nicht sein. Stiller Fels. Was ist passiert? Seht ihr, dort habe ich gestern die bemalte Bisonhaut unserer Vorfahren aufgehängt und heute Morgen ist sie verschwunden. Einfach weg, in Luft aufgelöst. Ich habe sie schon überall gesucht. Wer mag das gewesen sein? Sie gehört doch uns allen. Ja, diese uralte lederne Haut ist überaus wertvoll, denn die vielen Zeichnungen darauf erzählen die Geschichte vom Stamm. Eine Geschichte, die weit in die Vergangenheit reicht. Ich weiß nicht. Der Dieb muss Spuren hinterlassen haben. Oh, welch ein Unglück. Mir fehlt die Kraft, den Dieb zu verfolgen. Aber mir nicht. Und ich bin der beste Fährtenleser in der ganzen Prärie. Oh. Wie war das? Sag mal, kleiner Dachs, übertreibst du nicht vielleicht ein kleines bisschen? Wieso? Wollen wir wetten? Ich finde die Bisonhaut schneller als du. Meinst du? Ja. Einverstanden. Die Wette gilt. Mal sehen. Weg da. Der Dieb ist klug. Er hat seine Fährte verwischt. Doch man sieht trotzdem, dass er da lang in den Wald gelaufen ist. Kleiner Dachs ist ungestüm, Yakari, aber so ein Vorhaben ist kein Spiel. Ja, ja, ja!
Wenn du eine Fährte verfolgst, tu nichts Unbedachtes, sondern schau dich sorgfältig um. Hier, den habe ich für dich geschnitzt. Er wird dir Glück bringen. Toll. Danke, Vater. Geh. Welche? Die sind ganz frisch. Schnell! Bist du sicher, dass wir nicht zu schnell für diesen schmalen Pfad sind? Das ist gefährlich. Was ich gesagt habe. Na, das sind ja Manieren. Entschuldige bitte, ich suche einen Dieb, Diebe der... gibt es ja nicht. Du solltest schnellstens verschwinden, sonst wirst du gleich mal meine Stacheln kennenlernen. Mein Vater hatte recht. Ich muss besser aufpassen. Lass uns noch mal von vorne anfangen. Willst du die Haut wirklich allein zurückholen? Hauptsache ist doch, dass sie wiedergefunden wird. Ja, aber ich würde einfach zu gern kleiner Dachs eine Lektion erteilen. Und außerdem wäre mein Vater stolz. Er hat mir sogar einen Holzadler geschnitzt, der mir Glück bringen soll. Sieh doch mal, kleiner Donner, da hängen kleine Fellbüschel. Und hier wurde irgendwas langgeschleift. Dann ist der Dieb also ein Tier. Ja, und nicht sehr groß. Glaubst du ernsthaft, ein Tier wäre so durchtrieben und verwischt seine Spuren? Ja, das wäre merkwürdig, aber ich weiß nicht so recht. Ich habe so ein Gefühl... Knickohr! Weißt du, ich... Warte! Kannst du uns nicht helfen? Wir suchen nach der Spur vom... Los, ihm nach! Er hat Witterung aufgenommen. Er ist schon ganz aufgeregt. Er hat ihn gleich. Bäume und die Büsche, das... Oh nein, wir sind zurück. Zu früh gefreut. Du bist schon zurück? Hast du die Haut gefunden, mein Sohn? Nein, ich hatte die falsche Fährte. Bestimmt hat kleiner Dachs die Haut schon gefunden und die Wette gewonnen. Hab Geduld, Yakari. Der Erste oder der Beste zu sein zählt nicht, sondern das gute Herz. Und vergiss nicht, wenn kleiner Dachs die Haut schon gefunden hätte, würde man es bis hierher hören. Du hast recht. Ich fang noch mal an. Hier sind die Spuren, die zum Stachelschwein führen. Also versuche ich's auf dieser Seite. Oh, da ist noch so ein helles Fellbüschel. Oh, und da... dunklere Haare. Nanu, das ist ja seltsam. Das bedeutet, es sind zwei Diebe. Und sie sind erst vor kurzem hier gewesen, denn obwohl es so weht, sind ihre Fellbüschel noch da. Keine voreiligen Schlüsse ziehen. Sich konzentrieren und geduldig sein. Was zu feiern, Yakari? Sieh mal, es sind wirklich zwei. Den Spuren nach sind es junge Kojoten. Junge Kojoten? Die sind ja ziemlich schlau. Aber ob sie auch ihre Spuren verwischen würden? Ach nein, das machen sie auch nicht. Sie ziehen etwas hinter sich her. Na, und dieses Etwas ist die Bisonhaut. Sie können noch nicht weit sein. Die Spuren im Lehm sind noch frisch. Los, komm! Ja! Juhu! Ha 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 ha!
habe die Bisonhaut vor Kleiner Dachs gefunden. Und wenn du dich jetzt nicht beeilst, haben wir nicht eine Bisonhaut, sondern zwei. Oh, das wäre nicht gut. Hey, hört sofort auf! Gib die Bisonhaut her! Bleib sofort stehen, kleiner Kojote. Bitte lass die Haut los. Hey! Warte hier, kleiner Donner. Der Hang ist zu steil für dich. Dachs hat kein Glück. Der wird sich wundern. Endlich! Eine Spur! Zu spät. Such nur schön. Der kleine Kojote. Was soll's? Warte, ich komme. Spuren. Ich bin ganz nah dran. Hab keine Angst. Halt dich lieber fest, anstatt wegzulaufen. Da ist sie. Ich habe die Wette gewonnen. Oh, ich habe Yakari besiegt. Ich bin der Größte. Ich pack dich am Nacken und zieh dich hoch. Na, na, das hat doch keinen Zweck. Den Trick mit dem Todstellen kenne ich. Mein Freund, der Kojote Schlau für zwei, hat ihn mir gezeigt. Wirklich? Du kennst Schlau für zwei? Mein Vater? Er ist mein Freund und ich heiße Yakari. Du kannst mir vertrauen. Ich möchte dich da rausholen, also hab keine Angst. Siehst du, war doch gar nicht schlimm. Danke, Yakari. Tja, dass ich der beste Fährtenleser bin, sagte ich euch doch. Da ist die Bisonhaut, stiller Fels. Ich habe gewonnen. Bravo, kleiner Dachs, sehr gut. Aber sag mal... Was? Hast du die Bisonhaut an den Seiten so zerkaut? Wie? Ich doch nicht, wirklich nicht, stiller Fels. Hm? Nicht doch, es war ja nur ein Scherz. Ich weiß genau, dass du es nicht warst, aber ich konnte mich nicht beherrschen. Bitte verzeih mir. Und noch was. Neben der Bisonhaut habe ich auch deinen Holzadler wiedergefunden. Oh, er ist sehr hübsch, aber er gehört mir nicht. Kühner Blick weiß sicher, wer diesen Holzadler verloren haben könnte. Er war in der Bisonhaut eingewickelt. Nanu, Yakari, kommst du wirklich erst jetzt? Die Bisonhaut habe ich lange gefunden. Stimmt ja gar nicht. Ich hatte sie vor dir gefunden. Ich musste nur einem Kojoten in Gefahr helfen. Und als ich die Haut wiederholen wollte, da ist... Habe ich nun gewonnen oder nicht? Ist in Ordnung, kleiner Dachs. Du hast gewonnen. Du bist ein guter Fährtenleser. Hm, ein großartiger Fährtenleser. Der Beste, wolltest du sicher sagen. Tja, Yakari, kleiner Dachs fand das hier bei der Bisonhaut. Es hatte jemand verloren. Wahrscheinlich derjenige, der die Haut zuerst gefunden hatte. Jemand, der ein gutes Herz hat. Ja, es gibt wirklich wichtigere Sachen. Man muss nicht immer der Erste sein. Yakari und grausames Auge. Kleiner Donner, hier ist ein Hase lang gelaufen. Und da! Ein Luchs hat ihn verfolgt. Es fängt an zu schneien. Wir sollten lieber nach Hause reiten. Hey!
der sich hinlegt, hast du uns erschreckt. Ja, Kari, ich suche dich schon den ganzen Tag. Es geht um Leben und Tod. Was soll dieser Medizinbeutel? Wo hast du den her? Er gehört Ruhiger Wolf. Das ist doch ein Jäger von deinem Stamm. Er ist in großer Gefahr. Er ist dem Rudel zu nahe gekommen. Ich wusste, dass er als Freund gekommen war, doch die anderen Wölfe fühlten sich bedroht. Grausames Auge verfolgte ihn am hartnäckigsten, weil er einst durch einen Jäger sein Auge verloren hatte. Ruhiger Wolf sitzt in der Falle. Er wird nicht lange überleben. Dann komm! Führ mich zu ihm, Wolf, der sich hinlegt. Ich muss ihm helfen. Warte, Yakari. Zu zweit können wir doch nichts ausrichten. Wir müssen ins Dorf und die anderen um Hilfe bitten. Nein, das würde zu lange dauern. Und wenn es so weiter schneit, ist die Fährte von Wolf, der sich hinlegt, schnell weg. Hast du Yakari schon gesehen? Nein. Ich werde ihm entgegenreiten. Nimm Trockenfleisch und Decken mit. Bei dieser Kälte werdet ihr das brauchen. Ich kann spüren, wie du zitterst, Yakari. Wir halten an und du wärmst dich etwas auf. Der Schnee erstickt das Feuer. Ich schaffe es nicht. Als ich noch ein kleines Fohlen war, haben meine Brüder und ich im Winter ganz dicht zusammengekauert und uns dadurch gewärmt. Danke, kleiner Donner. Das tut gut, aber ich bin so müde. Frost oder Wolf? Was ist wohl gefährlicher? Hab keine Angst. Er ist unser Freund. Er beschützt uns. Und wenn er nun plötzlich Hunger hat? Was ist dann? Hä? Nein, ihnen folgt ja ein Wolf. Hey! Nicht eine Spur. Dieser Schnee sei verflucht. Yakari, wo bist du? Yakari! Hallo! Yakari! Oh nein. Hoffentlich ist es noch nicht zu spät. Was hast du denn? Yakari, geh weg da! Was? Geh schnell weg von dem Wolf! Nein, Vater, schieß nicht! Er ist mein Freund! Hör gut zu. Ein Wolf ist ein Wolf. Er kann einfach nicht dein Freund sein. Aber gerade sein Heulen hat dich doch erst zu mir geführt. Hier, Vater, guck mal. Der Medizinbeutel von Ruhiger Wolf. Ihm ist ganz sicher etwas zugestoßen. Kleiner Donner und ich suchen nach ihm. Es ist gut, einem Freund zu Hilfe zu eilen. Doch du musst dabei auch an die Gefahren denken. Diese Kälte hätte dich töten können. Stimmt.
Zum Glück hat kleiner Donner mich gewärmt und du hast mich gefunden. Gut, du ruhst dich nun aus. Und wenn die Sonne aufgeht, suchen wir Ruhiger Wolf zusammen. Der Wolf ist weg! Was sollen wir denn jetzt tun? Ich sagte es dir doch schon, Wölfe und Menschen gehören nicht zusammen. Wir werden ohne ihn auskommen. Da, seine Fährte. Na los, kleiner Donner. Nur er kann uns den Weg zeigen. Nein, warte doch, Jakari. Der Schnee ist zu tief. Oh, nein, wir versinken. Pack das Seil. Warum sollten wir unbedingt der Spur des Wolfes folgen? Er ist doch nur ein wildes Tier. Bevor wir Freunde wurden, war kleiner Donner ja auch wild. Bitte vertrau mir, Vater. Der Wolf ist ein guter Wolf. Die Spur verliert sich. Das verstehe ich nicht. Kein Wunder. Der Wind und die Sonne tilgen die Spuren des Wolfes. Seine Fährte endet hier, Jakari. Und wir haben nur unsere kostbare Zeit vergeudet. Ich weiß, dass du dem Wolf nicht vertraust, aber gib mir noch eine letzte Chance. Wir trennen uns und suchen einzeln. Gut, denn auch ich will Ruhiger Wolf retten. Aber finden wir ihn nicht bald, machen wir es so, wie ich es sage. Ja, das machen wir. Und vor allem, sei vorsichtig, Junge. Wolf, der sich hinlegt, ist vorausgelaufen. Aber er wusste, dass ich ihm folgen würde. Dein Vater hat völlig recht. Ich traue diesem Wolf auch nicht. Wie willst du ihn finden? Ich mache einfach das, was ich am besten kann. Mit den Tieren sprechen, ein Wolf im Schnee. Sowas fällt doch auf. Ich bin zwar stur, doch dir kann ich nichts abschlagen. Denn? Ich wollte nicht stören. Ich suche einen Wolf. Das solltest du hübsch bleiben lassen. Wenn ich einen sehe, verschwinde ich. Und das solltest du auch tun. Naja, nur sind nicht alle Wölfe böse. Die Sprüche kenne ich. Hier im Wald erzählt man sich von einem Jäger, der auch so redet. Aber ich habe ihn rennen sehen. Natürlich, weil ein Wolf hinter ihm her war. Dieser Jäger ist auch mein Freund. Weißt du, wo er sein kann? Also, du hast wirklich ulkige Freunde. Geh nach Norden, zu den Bergen. Dort wirst du ihn finden. Danke. Wir kommen immer weiter weg. Und wenn wir auf das Rudel treffen, wird uns Ruhiger Wolf bestimmt nicht helfen können. Ruhiger Wolf, ich bin es, Jakari. Jakari? Hörst du mich? Ja, hier bin ich. In der Höhle. Hinter den Felsen. Komm nicht näher. Wo willst du hin, kleiner Siox? Hallo. Bist du Grausames Auge? Aber wer bist du und woher weißt du meinen Namen? Lauf, kleiner Donner, hol meinen Vater, schnell! Was denn, noch ein Jäger? Aber ich hasse alle Jäger, denn sie haben mir mein Auge genommen. Nein, ich bin kein Jäger und mein Freund doch auch nicht. Bitte lass uns gehen. Lass den Jungen in Ruhe. Warum beschützt du einen Menschen? Sie jagen uns. Du irrst dich. Jakari und Ruhiger Wolf sind nicht unsere Feinde. Ich lasse nicht zu, dass du dich an ihnen rächst. Los, lauf weg! Ich kümmere mich um ihn. Wolf, der gehört dir. Ich bin froh, dass ich ihn dir wiedergeben kann. Danke, Jakari.
Du hast mich gerettet, aber wie hast du mich dort gefunden? Naja, man könnte sagen, ich bin der Spur des Wolfs gefolgt. Freust du dich nicht, dass du deinen Freund gerettet hast? Oh ja, natürlich, nur mir tut auch dieser Wolf leid. Mir auch, aber es gab keine andere Möglichkeit. Es kommt mir vor, als würde er uns grüßen. Im Grunde hattest du völlig recht, diesem Wolf da zu vertrauen. Ich verstehe nicht, wie du das anstellst, aber du hast einen guten Instinkt. Offensichtlich kannst du einen guten Wolf von einem bösen Wolf unterscheiden.